Hallo und herzlich willkommen, hier ist Mandy von Mandys Bastelshop. Wir sind heute schon bei Tag 9 beim Griffdamper 2022. Denkt an den Hashtag und denkt dran, macht mit, egal was ihr macht, ob klöppeln, häkeln, stricken, nähen, basteln, scrappen, benutzt diesen Hashtag. Hallo und herzlich willkommen bei Griffdamper 2022. Hier ist Mandy von Mandys Bastelshop. Hinterlasst mir ein Abo, ein Like, einen Kommentar. Denn denke dran, mein Kanal muss wachsen. Und wir sind, wie gesagt, bei Tag 9. Was ist das gerade gesagt? Keine Ahnung. Ich bin halt etwas verwirrt. Draußen ist es stockfinster und es nervt mich jetzt schon. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ob das auch so geht. Aber ich bin echt dieses Jahr schon richtig davon genervt. Und das noch nicht mal das Ende. Aber da können wir jetzt alle nichts dran ändern. Wir können nur unsere Papiere zur Hand nehmen und etwas basteln, egal was es ist. Das Layout wird heute wieder im Schnelldurchlauf entstehen. Ich hatte dir ja gesagt, dass ich die rückwärts vorbereitet habe. Und das ist ein Teil von meinem Layout. Das kommt irgendwann später, ich weiß gar nicht wann. Da habe ich einfach die Dinge ausgestanzt. Und ich werde das hier gleich mal verwenden. Ich mache das echt gerne, dass man sowas immer mal mit verwendet und siehst, das ergibt dann nochmal ein ganz anderes Bild. Denn normalerweise ist ja jetzt hier nichts irgendwie unten drunter. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt an. Ich hoffe, du hast dein Papier ebenfalls parat gelegt und machst jetzt hier fleißig mit. Denn zusammen macht das alles mehr Spaß. Die Herzen, habe ich mit einer Stanze von Laufhorn ausgestanzt. Die gibt es in unterschiedliche Größen drin. Ich habe jetzt die mittlerste und die Kreise habe ich mit der Stanze von Mama Elefant ausgestanzt. Ich finde die echt genial. Die haben eben so schöne kleine Abstände. Das sind hier zwei verschiedene. Und das ist der kleinste Kreis und dann der drittgrößte. Keine Ahnung, auf jeden Fall der. Und da ist eben noch ein Zwischending dazwischen. Ich glaube, das ist... Ja doch, habe ich unterschiedliche ausgestanden. Ja, das ist schon ein paar Tage her, wo ich das gemacht habe. Also so ist es, so ist der Abstand von einem Kreis zum anderen. Ich finde, ich tue hier nämlich nicht im Automatikfotos ein... aufnehmen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob du das erkennst, aber wahrscheinlich schon. Also mein Bildschirm sieht es gut aus. Also siehst du, die Abstände sind wirklich nur minimal. Mal an. Also geplant ist, dass hier drei Kreise sind. Zwei kleine und ein größerer. Wo soll der hin? Achso, der soll da hin. Da fehlt noch einer. Thank you.
Dann wäre ich jetzt soweit fertig. Das hatte ich vorher mit Absicht noch nicht aufgeklebt, weil ich nämlich erst nur den Stempel drauf machen will. Der will ich jetzt hier stempeln, wo der Absatz so ist, wird das nichts werden. Da wird das ganz sicher nichts werden. So, jetzt probieren wir das mal mit dem hier. Und dann hoffe ich mal, dass das klappt. Könnte klappen. Geklappt. Gleich wieder aufräumen. Und einen mache ich jetzt hier unten noch hin. Noch das aufkleben. Das Schöne ist bei den Dingern, die kriegt man immer wieder so schön weg. Und damit schiebe ich das Ganze hier noch ein klein wenig rein oder auch nicht. Und eigentlich nimmst du noch was von der Filmrolle hier unten hin. Aber jetzt. Das war dann Tag Nummer 9. Wir treffen uns wohl wieder bei Tag 10. Dann haben wir schon bei Tag 10 haben wir schon fast ein Drittel geschafft. Es gibt ja noch zwei Bonus-Sketche, also, aber die gibt es auch nur, wenn ich die noch schaffe. Also das Video gibt es dann nur, wenn ich die noch schaffe. Weil zurzeit ist es ein bisschen, klein wenig anstrengend. Ich bin jetzt erst bei Tag 9. Habe dementsprechend noch 20 Layouts vor mir und leider keine 20 Tage mehr Zeit. Aber egal wie, das kriegen wir schon alle irgendwie hin, ne? So, dann danke ich dir fürs Zusehen bei Tag Nummer 9. Ich hoffe, du hattest Spaß gehabt und bis morgen dann. Tschüss!